Und damit willkommen zurück zu Star Wars Outlaws. In der letzten Episode haben wir ja unseren Kollegen hier befreit, der uns einen Mod eingebaut hat. Wir brauchen aber noch die Streben und die sind anscheinend da draußen irgendwo auf einer Insel. Das wird bestimmt super werden. Reise flussabwärts, um den See zu erreichen. Okay, ich hoffe, das funktioniert. Definitiv mal was anderes. Ja, das wäre schlecht. Okay, die Texturen da hinten sind meh. Aber ansonsten... Krass, wie das hier aussieht. Gut, wo muss ich eigentlich hin? Irgendwo da hinten hin. Hammer. Ich brauche einen besseren Überblick. Also, Gedick, warum wollen die Syndikate dich aus dem Weg räumen? Wegen meiner Forschung. Ich habe vielleicht für das Imperium eine neue Art Viper-Druide entwickelt. Er ist schneller, cleverer und kann im Rudel jagen. Was? Im Rudel? Wieso würdest du sowas bauen? Ich war nicht auf einer Kernweltakademie wie die anderen. Ich musste mich beweisen. Und ich habe mich nur ein bisschen zu gut bewiesen. Jetzt haben sie meine Waffe losgelassen. Da raucht's. Und ich stehe ganz oben auf jeder Todesliste. Aber Gedick, ich habe ein Schiff und einen Auftrag. Wir könnten einfach abhauen. Es sind nicht nur die Syndikate. Meine Waffe bringt auch gute Leute um. Ich muss etwas dagegen tun. Okay, okay. Ich kümmere mich erst um meinen Gleiter. Dann bringen wir das gemeinsam in Ordnung. Danke, Kay. Also bei dem Teil raucht's, aber ich sehe jetzt gerade nicht, wie ich da hochkommen kann. Vielleicht hier? Nö, das ist es auch nicht. So eine geile Landschaft. Komme ich bei dem nicht da rauf? Im Wasser absteigen, haben wir ja schon gesehen, ist nicht. Das wäre schon das Richtige. Nee, auch kein Aufgang. Gehen wir mal hier so. Kurz umdrehen. Wie komme ich da drauf? Möchtest du mir einen Hinweis geben, Spieler? Ich stehe jetzt gerade wirklich ein bisschen an. Da hinten ist so eine Sprungrampe. Das gibt's doch nicht. Ja, okay. Da komme ich schon mal nicht rein. Kann ich mal nach oben? Kann ich mal nach oben gucken? Wow. Wow. Jetzt habt ihr mich gesehen? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Scheiße. Hier wollte ich jetzt eigentlich gar nicht sein, aber... Was mache ich denn jetzt?
Ach, wisst ihr was? Wir sind irgendwie ganz schön dämlich. Und Nummer 3? Na? Sisa Ona. Das Strange. Chuba! Mama Chica! Wo bist du? Das Strange. Chitinka. Hä? Das Strange. Chita Sawajo Tabe Wat. Chitinka. Hast du dich irgendwie. Das Strange. Ins Nix geglitscht? Ich glaube ja. Okay. Ja, was soll's. Wir looten dann erstmal. Geil. Kein Ausgang. Ja, viel Spaß noch. Da durch. Ach, dank Farik, die Lastfähre hebt ab. Ich muss sie verfolgen. Ja. Gleiter? Dann mal los. So, hinterher. Oh, fuck. Guten Territorium. Schlecht, schlecht, schlecht. Wir brauchen einen besseren Ruf. ND, ich folge einer Lastfähre, die gerade den See verlässt. Weißt du, wo die hin will? Ich sehe sie. Auf einem Landeplatz. Weiter im Landesinneren. Okay. Toll. Unerlaubtes Betreten. Bleib weg vom Wasser, bis ich das in Ordnung bringe. Okay. Ah, sind wir da bei den Freunden. Sehr gut. Nee, die werden doch jetzt nicht in dem Gebiet gelandet sein, oder? Ich bin gleich an der Fähre. Wie sehen diese Durastal-Streben aus? Weißt du, wie normale Streben aussehen? Ja. Genau so, aber aus Durastal. Da hinten? 90 Meter. Also wo? Ah. Ja. Mann. Sind wir da Hutten hier? Kommst du zu mir? Nixon, fass! So, bitte einmal schlafen. Da hinten ist der nächste. Hey, komm mal her. Ich will noch da oben zu dem Roten. Schön herlaufen. Wunderbar. Zum Angriff, Nix. Ola Dajadina. Fuck. Was bist du denn? Shit. Oh. Okay, erledigt. So, und du als nächstes.
Er hält leider ein bisschen mehr aus. Okay, ich glaube, das war's. Was ist hier? Ach, das da. Das komische Hundenvieh. Sind die Streben noch da. Ah, ist wieder so ein temporäres Ding. Sonst irgendwelche Goodies? Guess not. Nice. Temmin, ich habe deine Streben gefunden. Unglaublich. Meinst du, dass du es nach Myra zurückschaffst? Ja, kein Problem. Wir treffen uns auf dem Gleiterdeck. Ja, ich würde sagen, Schnellreise, oder? Wenn er mich lässt. Yes. Und tschüss. Zwei Jahre später. Na komm. Die Gleitermod ist es hoffentlich wert. Du kannst nichts gegen meine Viper-Druiden unternehmen, wenn du nicht schnell genug bist. Glaub mir, es muss sein. Oh, ich freue mich schon überhaupt gar nicht auf diese Begegnung. Ich kann nicht glauben, dass du alles verloren hast. Unten? Dies ist eine Bevölkerungswarnung aufgrund der kommenden Monsunsaison. Bitte treffen Sie entsprechende Vorkehrungen. Ein vorbereitetes Zuhause ist ein sicheres Zuhause. Temmin, ich hab die Teile. Alles fertig. Okay. Ah, ein nice. Ein Malerwagen, aber er bringt dich zum Ziel. Gute Arbeit. Hey, Surats Leute machen keine halben Sachen. Wenn du so eine Werkstatt ganz alleine schmeißen willst. Ich habe keine Angst vor Surat. Ich meine ja nur, bei den Syndikaten musst du aufpassen. Oder zumindest Rückendeckung haben. Ich denke drüber nach. Danke, Kay. Wenn du mal was repariert brauchst, sag Bescheid. Alles klar. Nice. Okay, dann wäre das jetzt erstmal erledigt. Neue Quest Viper. Kann man eigentlich hier über was Nennenswertes Neues? Nee. Fähigkeiten. Trotzdem Ausrufezeichen. Nee. Was haben wir bei dir so alles? Mögliche Elite-Gegner niederzuschlagen. Das wäre praktisch. Machen wir vor allem noch Ionenzellen. Und Rauchbomben machen auch Schaden. Fluxkompressor. Alles klar. Wenn ich nichts behält, besonders gründlich zu durchsuchen und manchmal suche ich Materialien zu finden. Das wäre nice. Schmugglerlager finden. Da brauchen wir Chabal-Fasern. Siege mehr Todestruppler hintereinander. Maximale Gesundheit. Finde die gestrandete Händlerin auf Akiva. Und ihn kennen wir noch nicht. Da müsste man hier bei Sabak wieder gewinnen. Okay. Huttenkartell. Da sind wir richtig gut bei denen. Ich würde gerne da noch ein bisschen was machen. Was sagt denn das aktuelle Journal? Die Versorgung erklären muss sich Kimia reisen, um die Versorgung zu ringen. Ja, das sind die anderen Sachen. Unbekannt wissen wir noch nicht. Viper. So, Imperiales Rennen. Aus die Hutten und Pikes könnt ihr zusätzliche Sicherheitskraft zu schätzen wissen. Stimmt ja, das war ja dieses eine Gespräch. Boah, mit wem müssten wir da quatschen? Hä?
Ach, Hydrorepulser. Ermöglicht das Gleiten größerer Gewässer. Ja, gut, ist alles klar. Aber könntest du mir jetzt sagen, was wir jetzt hier mit diesen Roboter tun sollen? Die Hutten und Pikes. Mit wem rede ich denn da? Infokette. Infokette einklappen. Es ist einfach echt nicht mehr Info. Gedick, mein Gleiter ist repariert. Aber wie halten wir deine Viper-Droiden davon ab, die Unterwelt von Akiva aufzumischen? Gar nicht. Zumindest nicht allein. Aber ich habe Freunde im Dschungel, die vielleicht helfen können. Von welcher Art Freunden reden wir hier? Von der zuverlässigen Art. Ich schicke dir die Koordinaten und mache mich auf den Weg zur Basis der Imps. Meine Zugangsdaten funktionieren noch. Also sollte ich klarkommen. Okay. Okay. Wie läuft's mit deinem Droidenschmied? Super. Gut. Ziemlich gut. Na dann. Also, falls du Hilfe brauchst, ich habe etwas zur Bahnbrecher geschickt. Danke, Jalen. Ich komm schon klar. Was genau hast du geschickt? Das schaue ich mir natürlich an. Vor allem, wenn es etwas ist, was ein bisschen mehr Wumms hat als mein Blaster. Denken Sie daran. Ich hätte nie auf dich hören sollen. Sehr. Also, was hast du jetzt wohin geschickt? Wir warten noch etwas auf dich, Kay. Ist gut. Ja? Credits. Blaster-Umweltsystem, eine Komponente mit hoher Kapazität, die Gas in den Blaster leitet. Okay. Betreutes Plündern. Okay. So, Blaster modifizieren. 3 Verbesserungen bereit. Plasma. Blaster kann mehr Schüsse abfeuern, bevor er überhitzt. Ja, gerne. Oh, geil. Performance ist mal wieder richtig geil. Können wir hier noch was machen? Das ist schon installiert. Blaster-Umweltsystem. Ah, okay. I see. Ja, gut. Immerhin mehr Schüsse. Also, der Druide da. Ich würde den mal zu den Hutten schicken wollen. Pike Syndikat, gut. Pike spiel dich. Auftragsvermittler. Hutten dürftig. Ich möchte mal dahin gehen. Moin. Darf ich rein oder nicht? Na gut, bin schon weg. Gut. Dann machen wir noch mal einen Auftrag für Sie. Am besten auf dem Auftragsboard da draußen. Also, in der Bar. Mal sehen. Oh, klar. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Ach so. Da gibt es nicht mehr. Ich weiß ja nicht. Kann ich eigentlich da nicht runterscrollen? Naja. Vielen Dank für die Zeitverschwendung. Schade. Oder wisst ihr was? Ich werde jetzt mal schnell nachgucken.
Ausgemusterter Druide. Ich suche mal schnell nach einem Hinweis, mit wem ich da quatschen muss. Und dann komme ich gleich wieder. Also, bis gleich. Okay, ich habe die Info. Also, wir müssen dann mit einem der Händler reden. Und mit den Hutten geht's natürlich nicht, weil Ruf ist zu schlecht. Schade. Dann kriegst du doch die Pikes. Oder wir finden irgendwelche tollen Nebenaufgaben. Crimson Dawn. Wird bei dir nix. Kann ich bei euch... Schnellreise. Schmuck darin hat er Sammlung verschiedener Gegenstände im Angebot. Soren, Auftragsvermittler, Schmugglerin. Ich gehe nochmal zu ihr. Schnellreise. Andererseits hier. Quatsch mal, hey, mit dir. Willst du was kaufen? Fülle Anfragen für den Austausch von Gegenständen. Grobian-Ausrüstung. Daten geben? Bist du von Raumschiffhändlern? Ja, geil. Cool. Ja. Verkaufen. Alle Wertsachen verkaufen. Yes. Eine Fähigkeit benötigt. Gesetzlosentasche. Kaufen. Was hast denn du so? Nö. Okay. Hey, danke. War mehr Vergnügen. Nice. Ruf ausgezeichnet. Die Pikes haben dir ein Zeichen ihrer Dankbarkeit geschickt. Das Wohin? Ist bestimmt von Gorak. Der Typ liebt mich. Nein, tut er nicht. Moin. Freunde der Pikes haben Zugriff auf unser erweitertes Sortiment. Okay. Erhöht die Anzahl möglicher Adrenalinschubziele um 1. Ich erhalte eine kostenlose Granate. Oh, das kaufe ich. Oh, das auch. Okay. Cool. Die Kredits sind echt. Komm jederzeit wieder. Ja. So, jetzt habe ich aber dich immer noch nicht verkaufen können. Ah, den Druiden da vermitteln können. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Sells. Es soll anscheinend in ein Gespräch automatisch... Aufträge ansehen. Ich hätte da ein paar Aufträge für dich. Okay. Schwieriger Auftrag, hohes Risiko, da bekommst du nur eine Chance. Ja, bei euch bin ich jetzt ja ziemlich gut dran. Mit wem muss ich jetzt hier bei den Pikes reden? Ich würde es nochmal folgen. Ausgemusterter Druide. Da steht ein paar. Nee, ich will mit euch nicht spielen. Auch der Kobak. Wer von euch ist auch der Kobak da? Appelin.
Verhippin, Sorens. Händler. Oder suche ich auf der falschen Stelle? Okay, also sie. Ich habe die gerade die Seite im Pike oder findet. Im Pike Syndikat findest du auch der Coburg und im Huttercard District findest du Karpenmilitik. Auch der Karpenmilitik. Mit ihm sollte man reden. Du hast das Gespräch aber nicht gestartet. Sus. Kay, für dich immer nur das Beste. Oh, Ionenrauchbombe. Aber nur 3 Stück. Über 30% Rabatt, F1 Hilfe. Macht ja nichts. Tja, ich glaube, ich kann das momentan nicht machen. Aus welchem Grund auch immer. Gut, wir gehen mal zum Schiff. Ich will mal die Goodies hier sehen. Das ist so gar nicht in der Nähe, aber okay. So ein Trunker wollte auf einen Baller-Baller-Wagen stehen. Was bist denn du? Oh, cool. Södeli. Ich glaube, dass du alles verloren hast. Da drin? Für dich wurden hier einige Sachen hinterlegt, Kay. Oh, Wappen der Pike-Syndikat, sein Wappen, das Pike-Führung, wertvollen Geschäftsmann. Spielt eine geringe Wahrscheinlichkeit beim Werfen, eine zusätzliche Granate zu erhalten. Honoristischer Prozessor. Geil. Geil, geil, geil. Pike-Syndikat-Bezirk. Warum bist du jetzt ausgewählt? Ach so. Wegen dem noch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. So, Ausrüstung. Das da, das da. Und wo kriege ich den Rest von dem Ganzen? Grobian-Ausrüstung. Ausrüstung der Revolverhelden. 1 von 3. Was hat man hier noch? Verlangsamt einen Adrenalinverlust. Machen wir das da. Und. Sollen wir mal halten für eine touristische Präsenz? Nee. Ah. Ja, passt. Cool. Dann wären wir jetzt schon mal besser ausgerüstet. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Hauptmission. Hier. Viper. Auf Karte anzeigen. Wo ist denn das? Wo bin ich? Power-Modul auf Ted. Achso, Moment mal. Das ist ja ganz woanders. Ich dachte, das wäre das. Schattentaler Kiefer. Ja. Auf Karte zeigen. Wir sind ganz da unten. Da haben wir noch zweimal einen Schatz.
würde man sagen, Schnellreise nach da und dann gehen wir hier runter. Chaotisch. Und nichts geschafft in der Episode. Ach da, okay. So, super Kleider. Oh, eingeschränkt. Jetzt? Wir sind zu langsam. Dankeschön. Da lang. Wow, 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 wow. Performance. Oh, Spiel, was ist denn mit dir? Beziehungsweise, bin ich richtig? Nope, das ist komplett falsch. Schmugglers Ruf, endliches Lager. Wenn ich schon mal da bin. Oh. Jetzt geht's los, Kumpel. Jetzt glaube ich, fange ich noch mal neu an. Aber den, danke. Ihr seht's mich nicht. Sie ist weg. Absolut nicht. Warte mal, sind das nur die zwei Dudes da? Wir sind nur die zwei Dudes da. Zwei. Ah, doch. Recht schnell. Wie bist du? Hey, hör auf damit. Ach, da. Ja, easy. Nice. So, haben wir damit alles hier? Nee. Irgendwo weiter oben. Ach, da. Da unten ist der nächste. Wobei, das ist nur einer. Ciao. Okay, es sind zwei. Scheiße, das ist wieder so ein super Ding. Lauf, 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 lauf. So ein Scheiß. Fuck. So, und ja, komm, bei ihm noch. Und Schuss. Nice. Oh, gerade noch mal Glück gehabt. Oh. Und wir zum Thema Glück. Nice. Okay, das nächste Mal muss ich unbedingt die Waffen hier klauen.
Ist sie... Da ist noch jemand? Oh. Da war jemand. Muss reichen. Nice. Gib mal her, das Ding da. Schade. Ich hätte gedacht, das geht jetzt weg. Na dann, hören wir mal. Oh Mann. Hat geklappt. Oh, geil. Nice, Durastahl. Doch, da hinten, da ist eine Kiste. Mann! Und warum kann ich das nicht wegsprengen? Granate wird es ja nicht sein, oder? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen mäh. Alles umsonst. Tja, schade. Wenigstens das noch mitgenommen. Will heute nicht sein. Lol. Was ist denn du da? Oh, alles wieder. Akkubeschleuniger. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. So, wen muss ich jetzt fahren? Wir fahren. Erste links, zweite links, dritte links. Erst. Oh, Performance! Was ist denn mit dir? Zweite links. Servus. Oh, tschüss. Und hier links. Boah. Ich würde mal sagen, es zweckt da so runter. In den Fluss. Das war vermutlich schon viel zu weit, oder? Ja, das war nichts. Ich bin zu weit. Hier irgendwo weg? Wir fahren doch mal nach links. Runter? Oh. Zuverlässig, ja? Hm. Wo sind die denn alle? Lass mich raten, Hinterhalt. Oh, da ist jemand unsanft gelandet. Oh. Ja, was mache ich jetzt gegen den? Das ist jetzt ein bisschen mäh. Ich
Ja, toll. Mit seinem Schild kann ich ja natürlich richtig viel Schaden machen. Irgendwie da drüber. Das Ding ist, er dreht sich halt. Okay, was habe ich denn in meiner Zaubertasche? Ektofernglas Rauchbombe. Y. Scheiße. Das könnte länger dauern. Oder warte mal, kann ich vielleicht... Der Schild ist zu stark. Ja, aber... Das ist doch Mist. Kann ich vielleicht... Was ist, wenn ich sag... Ablenken. Senden... wenn ich nichts darüber sende. Zeig, was du drauf hast, Kumpel. Ja. Die Option, dich aktiv abzulenken. Ja toll, auf ihn kann ich nicht markieren. So dumm. Ich komme nicht durch. So, was haben wir mit dir vielleicht? Ah. So also. Okay, I see. Warum kann ich bei dir jetzt nicht markieren? Oh Mann. Also, geh runter. Nein. Okay, gut. Ich
So eine Scheiße! Komm, get down, get down, get down! Weißt du was, ich mach dich mal zuerst. Okay, Scheiße, was ist denn das jetzt? Nein! Warum bin ich bin im Felsen drin? Das ist jetzt nicht wahr. Nee. Jetzt wo ist. Ich schieße einfach mal weiter. Wobei, ich glaube, ich treffe hier nichts. Ja, geil. Ja, ich glaube, ich muss hier sterben. Ja, komm, bring mich um. Ah, ein bisschen noch. Was, da will man einmal sterben und man stirbt halt einfach nicht. Es ist kacke. Okay. Endlich. Cool. Hatte ich jetzt auch noch nicht. Aber nee. Auf die Idee, da die Waffenart zu ändern, also Schussart, hätte ich auch früher kommen können. Ah, oh, wir starten gerade direkt hier. Oh, ernsthaft? Er hat noch mehr mitgebracht. Okay. Gut. Moin. Fuck. Okay, sehr gut. Schild down. Komm, 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 komm. So. Nice. Macht, sonst wärst du jetzt tot. Die Viper-Droiden werden immer aggressiver. Wir müssen unseren Angriff starten. Angriff? Du wirst dich in die Basis schleichen, während mein Team einen Weg findet, um das Päckchen rauszuholen. Klingt nach Spaß. Nur als ich das letzte Mal mit Rebellen gearbeitet habe, bekam ich ein Todesmal. Rettet die Galaxis selbst, ich gehe. Ich wusste, auf die ist kein Verdacht. Kay, bitte. Das funktioniert nur mit dir und den Rebellen. Ich habe gesagt, ich helfe dir, aber ich lasse mich nicht in einen Krieg verwickeln, der mich nichts angeht. Dieser Krieg geht jeden an. Ja, wollte auch gerade sagen. Eine Menge Leute werden wegen meiner Entscheidungen verletzt. Du suchst einen Droidenschmied? Das ist die Bedingung. Ich muss los. Lass mich bitte nicht hängen. Ich hoffe, ihr meint das mit dem Fluchtweg ernst. Ich weiß nicht, wie sowas in der Unterwelt läuft, aber wir lassen unsere Leute nicht zurück. Du hast keine Ahnung, wer zurückgelassen wird. Da ist sie ja sehr gut drauf. Die Basis ist in einem Canyon westlich von dir. Wenn du in die Richtung gehst, solltest du sie irgendwann finden. Verstanden. Ja, das wird doch genau die Basis sein, wo... Ne, es ist eine andere Basis. Okay, ich habe nichts gesagt. Hauptsache, da unten hat es ein Schnellreiseziel. Fluxkompressor.
Ja, aber das machen wir in der nächsten Episode. Einmal wieder in die Basis eindringen. Wir kennen's ja. Ja, also der Kampf, der war jetzt echt ein bisschen mies. Beziehungsweise der Anfang war halt echt mies. Ich muss das echt öfter machen, da mit den Munitionsarten hier zu wechseln. Das wird vermutlich auch bei diesen Super-Dudes helfen. Wir werden es nochmal testen. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.